Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man, die Stadt, die niemals schläft, Episode 2 und dem Beagle. Ja, es scheint die letzte Mission zu sein, aber es macht auch Sinn. Ich habe ja, wie gesagt, glaube ich, die erste Folge so um den Dreh 20 Minuten gemacht, vielleicht ein bisschen mehr. Und habe jetzt Episode 2, Part 2 und 3 gemacht. Hätte ich das auf 20 Minuten gemacht, wären das dann 2, 3 und 4 geworden. Deswegen passt das schon. Ich muss euch aber gestehen, bis jetzt haut mich dieses DLC nicht vom Hocker. Da fand ich das Black Cat DLC bis jetzt deutlich besser. Alle Einheiten, Meldungen über eine Schießerei, mehrere Beteiligte. Ja, komm, das mache ich jetzt noch kurz. Das mache ich jetzt noch kurz. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das hier einfach nur das reinste Gemetzel. Ich meine, ja, Spider-Man ist irgendwie Gemetzel. Technologie bei einer Schießerei. Danke, Hammerhead. Oh, bitte, ein Streit in der Öffentlichkeit wird doch so billig, Junge. Einfach so nervig. Das hat wehgetan. Nee, eigentlich nicht. Das hat jetzt wehgetan. Das war vor allen Dingen nervig. Das ist nervig. Ein Pfeilchen unter der Maske. Was? Hallo. Gefällt dir das? Nee, gerade nicht. Hab ich's jetzt? Da hinten ist noch ein Gegner. Ich stopp dich in den Boden! Aua. Okay, jetzt aber. Die Polizei kann das jetzt wohl übernehmen. Ja, genau. Und jetzt will ich auch meine Ruhe haben. Und zum Finale gehen. Ich hatte es nämlich jetzt mal nachgeguckt. Ich habe das bei einer anderen Let's Playerin, von der ich nie etwas gehört habe, aber die relativ viele Abonnenten hat, gefunden. Und, an alle Einheiten. Über eine Magia-Exekution. Ich Hilfe! Muss dir recht geben, Holt aber mal gucken, wie das Finale ist. Die Magia-Dons. Na sowas. Die Spinne. Gerade rechtzeitig zur Übertragung. Na dann. Übertragung? Screwball, oder wie? Guten Abend, New York. Willkommen zu meiner heutigen Show. Der große Wachwechsel. Oh, das ist sehr oldschool. Aber betoniert man nicht nur die Füße ein und versenkt sie dann im Meer? Erinnern Sie sich, als Ehre und Treue noch etwas bedeuteten? Ist das Zement? Als man die Magier fürchtete und respektierte. Heute Nacht! Die gute alte Zeit kehrt zurück. Hilfe! Hilfe! Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Nur Geduld. Wir sehen uns bald wieder. Wenn ich den Zementmischer nicht abschalte, werden die Dons lebendig begraben. Geschafft! Fürs Erste. Sie dürfen nicht an den Zementmischer. Oh nein, keine Yuri. War ich wirklich schneller als sie? Bist du auch im Zement baden, Spinne? Alter! Oh, Digga. Oh. Jemand muss zum Mischer! Wieder sicher. Für den Moment. Nein, 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 nein. Kleine Spinne! Nein, Sie müssen vom Zementmischer weg! Kein Zement mehr! Kümmert euch um! Hat jemand eine Sardinenbüchse voller Folter? Aber es ist revolviert! Und ihr übernimmt jetzt die Stadt! Die Dons müssen nur noch ein bisschen durchhalten! Sonst sind tot, wenn ich den Mischer nicht ausschalte. Stärker als je zuvor. Du bist tot.
Regiment muss fliegen! Mal, was habe ich denn? Aua. Nein. Wisst ihr, Jungs, es wäre einfacher für mich, wenn ihr die Schilde runternehmen könntet. Der Kerl da muss vom Zementmischer weg. Weiß ich. Nein, ohne mich. Ist es okay, wenn ich die Dinger Graber nenne? Oh, ich glaube, das lässt sich durch. Alle glauben, Schilde seien cool, aber... Ach, Blödchen, sie sind cool. Noch ein Graber. Ob die da drin Becherhalter haben? Hey, wie nennst du die? Ich, Graber? Was ist denn aus mit dir? Ich weiß nicht, Mann, denk du dir doch einen Namen aus. Ja, sehe ich genauso. Dein Tod! Typisch. Was sind die Gaben? Noch nicht viel Zement. Das sollte so bleiben. Oh nein, 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 nein. Falscher. Zement? Sag mal, ist der wirklich von seinem Zementding abgekommen und hat sich überlegt, nee, nee, das ist eine scheiß Idee. Na gut, nehme ich, nehme ich. Haben wir es jetzt? Nee, natürlich nicht. Nein, nein, ein Kurzschluss. Der Mischer lässt sich nicht abstellen. Und jetzt? Und jetzt? Ich muss den Mischer einspinnen. Komm schon, extra starke Netzreste. Da sind meine Netze jetzt wohl auch nachweislich zementfest. Hey, ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Die sind etwas schon Geduld so weit. Wir werden sie da rausholen. Einen Moment noch. Die Dons sind bei den Cops sicher. Und jetzt zu Mr. Groß, Dunkel und Flachköpfig. Die Dons sind bei ihm sicher schon halb einzementiert. Nee, sogar drei Viertel einzementiert. Gut gemacht, Spinne. Danke. Mein großer Auftritt ist versaut. Aber was soll's? Das Risiko von Live-Fernsehen. Gefällt's dir? Projekt Olympus in Aktion. Hab's vollendet, als du mit den Dons gespielt hast. Das trägt man diese Saison also in Paris. Ich sag's nur ungern, aber Metallic steht dir nicht. Ich will die Mafia hier wieder aufbauen. Das braucht langfristige Führung. Jetzt? Aha. Bin ich langfristig. Deine Ersatzteile vielleicht, aber du? Du bist verrückt. Na. Wow, Leute. Ich bin einfach jemand, der sich mit PR auskennt. Die Stadt nimmt die Magier längst nicht mehr ernst. Kein Respekt mehr. Aber wenn sie sehen, wie ich dich zermalme, wird sich alles ändern. Zurück zu den glorreichen Zeiten. Leute, ich war ein bisschen abgelenkt wegen Zuckermaus. Ich hab nicht gekämpft, aber keiner war so hart. A wild Zuckermaus appeared. Ich muss schneller sein. Ja, danke. Wie soll das gehen? Siehst du wirklich ein gutes Ende für dich? Ich sehe überhaupt kein Ende für mich. Au! Dein Kopf ist so hart wie eine Wand. Solidem Stahl. Was wollen die jetzt von mir? Was wollen die jetzt von mir? Leute, was wollen die von mir? Was wollen die von mir? Ah!
Kampf mit Wilson Fisk würde. Weißt du, deine Respektbesessenheit kommt irgendwie unsicher rüber. Unsicher ist nur dein Kopf auf deinen Körper. Das nenne ich Dickschädel. Was muss ich mit dem Kopf der Mann das ist nervig. Ich hab nicht nur Mumm, ich hab doch echt drauf, danke. Oh, das ist nervig, Leute. Das ist so nervig. Gefällt dir der neue Look? Nein. Es trägt etwas auf. Mal über Elastan nachgedacht? Ich hab schon viele Köpfe geschlagen, aber deiner ist wahrscheinlich der härteste. Hey Leute, der Kampf ist so schon nervig genug, ganz ohne, dass ich auch seine komischen Leute dabei hab. Und dann kommt er noch mit dazu. Ich glaub das nicht. Du bist tot, Spinne! Nee. Lieber eine Spinne als was du immer du darstellen willst. Oh, meine Feinde reißen, oder ist das zu viel verlangt? Es ist zu viel verlangt. Es ist unglaublich, Leute. Es ist unglaublich. Die Ausrüstung lässt sich kurz schließen. Ich regiere jetzt die Stadt und du bist nicht willkommen. Halt die Klappe. Ich glaube, das ist jetzt ein kleines bisschen vorschnell. Er darf mich nicht mit seinem Kopf treffen. Ach, sag bloß. Spider-Man, aber ich hab nicht so viel. Keine Bewegung. Sie sind verhaftet. Tja, sich zu einem Verbrechen gegen die Natur zu machen, war wohl doch nicht so schlau, hä? Du hast nicht zugehört, was ich langfristig sagte. Die Magia ist geduldig. Und weiß, wann der richtige Moment ist. Yuri. Was ist los? Oh. Nein! Yuri, tu das nicht! Captain, stopp! Das ist übel. Im letzten Treffen sprachen wir über Furcht. Wie fühlt sich das an? Einfach prima. What? 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 Ladies and Gentlemen, das war die Stadt, die niemals schläft, Kapitel 2. Deutlich schlechter als Kapitel 1 von die Stadt, die niemals schläft. Und über das Hauptspiel, warum begann ich es reden, das war für mich ein kleines Meisterwerk. Jetzt nicht im Sinne von God of War Ragnarök und God of War oder Horizon Zero Dawn, aber ein kleines Meisterwerk für sich gesprochen. Ebenso sehr, dass ich sage, boah, ich habe so richtig Bock auf Miles Morales und Spider-Man 2. Vor allen Dingen auf Spider-Man 2. Es sind ja jetzt Bilder rausgekommen von Venom, die In-Game-Bilder wirklich waren. Sieht schick aus. Bin auch gespannt, wie sie in Venom einbauen, aber das jetzt war enttäuschend. Ich habe an dem DLC tatsächlich nicht so viel Spaß gehabt. Im Gegensatz, also ich habe in DLC Nummer 1, also hier der Raubüberfall mit Blackheart, wenigstens noch Story-Elemente drin gehabt.
richtige, echte Story-Elemente. Die habe ich hier nicht drin gehabt. Gar nicht. In mir wurde die Story über Telefon und Co. erzählt und sonst hatte ich da nicht viel drin. Und ansonsten war es ein reines Prügelgame in dem Sinne. Und das, obwohl die Länge sich nicht unterschieden hat vom ersten DLC. Wie gesagt, ein Ticken kürzer ist es, glaube ich. Weil ich habe jetzt 15 Minuten zusammen. Wie gesagt, ich wäre jetzt auch ein Part 5 gewesen wie beim ersten Teil. Aber ich glaube, da ging es noch ein Ticken länger mit dem Finale. Ich hoffe, dass der dritte DLC nicht so enttäuschend wird. Der soll ja den angeblich großen runden Abschluss bringen zu Die Stadt, die niemals schläft. Yuri war auf einem sehr, sehr dunklen Weg unterwegs. Mal sehen, wo das hinführt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den ganzen Abspann jetzt zeigen muss oder ob das im Grunde der gleiche Abspann ist wie im Hauptgame. Weiß ich tatsächlich wirklich nicht. Wir warten noch mal einen Moment. Was mir auch so richtig missfallen hat, war dieser Screwball-Moment, wo ich mir so dachte, oh, nicht schon wieder Screwball. Ich kenne, glaube ich, auch niemanden, der das mit Screwball irgendwie cool oder so findet, sondern die meisten finden es eher super nervig. Aber das war DLC Nummer 2, den ich tatsächlich nicht sehr gelungen fand. Was ich schade finde, weil sie haben es mit DLC Nummer 1 hier gezeigt, dass sie es können. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Gameplay war in Ordnung. Wie halt im Hauptgame. Musik war natürlich auch wieder sehr geil. Die neuen Gegner, die da drin waren, durch die Sable-Technologie, fand ich jetzt auch teilweise einfach nur ein bisschen nervig. Der Endkampf jetzt gegen Hammerhead, der war super seltsam, wenn ich ehrlich bin. Er hat funktioniert wie gegen Fisk im Grunde, aber dass der dann doch so schnell vorbei war, damit habe ich nicht gerechnet. Kein bisschen. Ich dachte, der wird zumindest 3 Phasen haben. Hatte er aber nicht. Aber sei es drum. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle, dass ihr beim zweiten DLC mit dabei wart und auch hier wieder mit eingeschaltet habt. Behaupte, dass wir uns dann im dritten DLC, falls ihr das dann guckt, wiedersehen werdet. Ansonsten habe ich ja auch noch ganz viele andere Projekte. Immerhin habe ich durch den Abspann jetzt eine fast 20 Minuten Folge, ist ja auch was. Oh Gott, ich werde schon wieder langsam müde. Ich muss mal gucken, bis wann meine Parts dann jetzt reichen oder ob ich dann direkt das DLC 3 anfange. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen. Sagt mir mal gerne, ob ihr auch das Gefühl habt, dass dieses zweite DLC deutlich schwächer war als das erste DLC. Aber wir hatten kaum richtige Handlungen und dabei fing es sehr vielversprechend an. Das war durchweg ein bisschen enttäuschend. Doch, doch. Na gut, ich blende mich dann jetzt mal aus mit dem Abspann. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es der gleiche Abspann ist wie in Spider-Man, dem Hauptspiel. Und würde sagen, haut rein.
Ich wollte jetzt das Special Thanks noch abwarten. Ich glaube, das ist das vom Homp-Menü, weil Otto Octavius ja auch noch. Also überspringe ich das jetzt mal. Captain, tut mir leid, aber ich bin froh, dass das Monster tot ist. Wer sagt, er ist tot? Natürlich gab es noch mal eine Credit-Scene. Stahlkopf, Glaskiefer. Glückwunsch, du hast die Story-Revierkämpfer abgeschlossen. Das Abenteuer geht mit der nächsten Kampagne Silver Lining weiter. Gute Arbeit, Held. Gut. Also, haut rein.